Willkommen bei Sägebob. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hat bei mir nur der Paketdienst geklingelt und ich darf seit heute wieder eine neue Kettensäge in meiner Kettensägensammlung begrüßen. Im Speziellen handelt es sich hierbei um die Solo 6651 oder 6651, so wie es jeder mag, von Alco. Wie vielleicht der ein oder andere weiß, hat Alco vor einigen Jahren Solo übernommen. Ja, ist im Übrigen meine erste Kettensäge von diesem Hersteller. Und dann würde ich mal jetzt die Kettensäge samt Zubehör auspacken. So, ich fange erstmal mit dem Zubehör an. Ganz wichtig, da habe ich erstmal Kettenhaftöl. Zwei Ketten, da ich zwei Schwerter in unterschiedlicher Länge habe. Schwertschutz. Dann Schwert Nummer 1. Es hat eine Schnittlänge von 38 cm. Eine 325er Teilung, 1,5 mm Nutbreite. Und noch einmal eine ganze Nummer größer. Berserk hat komplett aus Aluminium. Gucken wir, was für eine Schnittlänge war. Hier steht's. Ja genau, 45 cm. Hier ist die Gebrauchsanweisung. Zündkerzenschlüssel. Okay, der Krallenanschlag. Der muss nachher noch montiert werden. Inklusive Schraubenzieher. Und hier ist die Kettensäge. Hier ist die Säge. Auch die ist erstmal schön leicht, das merke ich sofort. Von der Leistung her hat die Kettensäge einen Hubraum von 50,9 Kubikzentimeter. 2,2 kW, das müssten umgerechnet rund 3 PS sein. Also ich sehe sie jetzt so wie ihr zum ersten Mal. Ah, hier ist der Choke, mal zum Drehen. Ich kenne es sonst immer als Hebel. Hier ist der An- und Ausschalter. Kraftstofftank. Öltank. Hier der Auspuff. Ja. Eine sehr gute Hitzeverkleidung, das sehe ich jetzt hier. Ich gehe mal davon aus, weil die Kettensäge so leicht ist, dass der ganze Bereich hier vorne aus Magnesium ist. Ich sehe gerade, es gibt sogar ein Dekompressionsventil, das ist sehr, sehr gut, das erleichtert den Start deutlich. Hier die Verstellschrauben für einen Vergaser. Prima. So, Kettenbremse, die ist auch sehr stabil, schön robust. So, dann werde ich die Kettensäge gleich mal zusammenbauen. Vorab möchte ich von oben nochmal in die Kettensäge reingucken. Aha, ich sehe schon mal, dass hier drei Schrauben zu lösen sind, damit man die Motorabdeckung abnehmen kann. Das ist Geschmackssache. Ich kenne es sonst immer mit einem Schnellverschluss. Da ist man deutlich schneller. So, Motorabdeckung ab. Was sehen wir? Einen schön aufgeräumten Motor. So mag ich das. Kommt man überall bequem heran. Zumindest sehe ich das auf den ersten Blick. Hier ein großer Luftfilter. Hier sieht man das Dekompressionsventil nochmal. Ich kann den Luftfilter mal kurz abmachen.
leicht abziehen lassen. Ja. Lässt sich auch einfach wieder draufstecken. Drauf. Dann kann ich auch schon das Schwert anschrauben. Haben wir hier ein Verschlusssystem. Ah, das ist auch sehr gut, so können die Mutter nicht verloren gehen. Ja, wie ihr seht, wer schon mal solche Muttern verloren hat, mitten im Wald und keinen Ersatz dabei hatte, der weiß, wie mühsam vielleicht die Suche sein kann. So, hier ein Ringrad. Also fühlt sich im ersten Moment alles sehr hochwertig an. So, jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Ja. So kommt er dran. Kann man sich gut merken mit dem gewölbten Bereich hier unten, dass der dann nach unten kommt. Sitzt. Den Kettenspanner drehe ich noch etwas zurück. So sitzt das Schwert gleich richtig auf. Wer möchte, kann auch Arbeitshandschuhe anziehen. Aber ich mache es lieber per Hand, aber das muss jeder selbst entscheiden. So. Kommt die Abdeckung wieder drauf. So, jetzt nur noch betanken. Dann fülle ich zuerst das Öl auf. Also der Öltank fasst jeweils 290 Kubikzentimeter. Ich nehme auch gleich das Originalöl.
Der Benzintank fasst jeweils 510 Kubikzentimeter. Da dürfte sogar der Benzinkanister gleich leer werden. Die Kettensäge läuft mit einem Gemisch von 1 zu 50. Für meinen kleinen Probelauf heute habe ich hier einen Buchenstamm, der hat ca. einen Durchmesser von 35 cm. Das dürfte erstmal mehr als ausreichend sein. Demnächst folgt dann noch ein ausführlicheres Video zur Sägeleistung der Solo-Kettensäge. So, aber jetzt werde ich es erstmal stoppen und dann sehen wir mal, was die Kettensäge kann. Mein erster Eindruck, die Kettensäge hat eine ordentliche Durchzugskraft, also jede Menge Power. Habt ihr ja gerade gesehen bei dem Baumstamm und den Baumscheiben. Die Säge geht butterweich durch das Holz durch, ohne jegliche Kraftaufwand von meiner Seite aus. Das gefällt mir. So, demnächst folgt noch ein weiteres Video dazu, wo ich die Kettensäge ausführlich im Einsatz zeige. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.